Und mit Swaggycon geht unser Abenteuer weiter. Ah, jetzt warte mal, jetzt können wir mal hier richtig rum. Wir werden wahrscheinlich nach oben gehen. Sollen wir jeden besiegen? Dekolink, wir nehmen auf jeden Fall noch Dekolink mit. Und wir gehen uns dann nach oben, wo wir auch irgendwas anfangen können. Ah, die Musik! Hey, Sohnemann! Ist überhaupt Diddy Kong Donkey Kong Sohn oder kleiner Bruder? Einfach Sohnemann gesagt. Ich. Legit, diese Frage habe ich mich nie in meinem Leben gestellt. Was? Ist Diddy Kong Donkey Kongs kleiner Bruder oder Sohn? Ich glaube, kleiner Bruder, oder? Diese Frage habe ich in meinem Leben noch nie gestellt. Was? Naja. Erstmal eine Faust, ob egal ob Sohn oder Bruder. Oh! Komm nur runter. Oh, was? Junge, mach mal halblang. Komm, jetzt ist okay. Was droppt denn hier alles so? Was sind das? Miau. Miau. OBD. Lalalala. Junge, lass mal diese dummen Pflanzen weg. Au! Oh, the Bates. Junge, so klatsche ich dich zur Seite. Keiner weiß, keiner weiß. Okay, oh, Level 93 zu sein. Ich nenne ihn einfach mal Slimog, okay? Slimog. Alright, Sandsack. Oh, The Legend of Sandsack. Okay. Hier waren wir. Hier kommen wir nicht weit. Es sei denn, Donkey Kong kann das weghauen. Donkey Kong, bitte mach was. Hau das Ding weg oder so. Ah, ich kann von hier aus direkt einkaufen. Ich muss gar nicht zu unserem Boy. Ah, interessant. Aber es gibt noch weitere Stände, wie es aussieht. Warte, oder muss ich meinen Charakter wechseln für sowas? Aber ich glaube nicht, oder? Ich hab's ja gesagt, ich mach mich schlau. Ich habe einfach direkt weiter aufnehmen gedrückt. Sorry. Aber wir lernen einfach dazu. Ich meine, ich hoffe, das ist nicht schlimm. Okay. Irgendwann müssen wir da durch. So. Weißt du, was ich meine? Anyway, okay. Oh, Rage Kong. Ah, wir waren hier noch nicht. Da oben waren wir auch noch nicht. Dann lass es mal. Oh, Topmann. Okay, lol. Einfach BVB. Idee. Let's go. Mega Man in BVB-Klamotten. Alright. Oder im BVB-Trikot. Alles mit KP wieder. Okay, die wollen es wissen. Na 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 na, das ging ja leid, das ging ja easy. Das ging ja easy. Tut den Y-Klopf um die empfohlene Geist. Ja, ja, das ist mal. Das ist mal. So, jetzt bin ich gespannt, wo es hier hingeht. Oh, da ist eine Schatztruhe. Oh. Oh, wer bist denn du? Also Smash! Seht ihr aber, das mit dem Geist macht übel viel aus. Ich habe meinen Geist ganz kurz gelevelt, sag ich mal. Jetzt, das macht auf jeden Fall was aus. Weil die Power hängt von unserem Geist ab. Oh, wie geil! Komm, Junge, 1 gegen 1 oder 5 gegen 1. Junge, jetzt habe ich dich. Jetzt habe ich dich, Junge. Rausgeklatscht. Umgeklatscht, besser gesagt. Runter mit dir. Alright. Pistol Rondo. Ja, viele Charaktere kenne ich auch nicht, um ehrlich zu sein, aber ich finde es einfach geil, dass aus sehr vielen Spieluniversen einfach alle zusammenkommen. Okay, jetzt bin ich gespannt, was hier. Oh! Bitte öffnen Sie die Tür. Oh, jetzt Kämpfer. Geil. Oh! Chorknaben? 9100. Ja, wir sprechen uns vielleicht nachher. Pocket-Fußballer. Keiner weiß. Wie Sportsmusik? Kann das sein? Ich bin bereit! Oh, was? Kommt alle Fußball spielen! Ronaldo! Brilliant! Oh! Brilliant! What a goal from Cristiano Ronaldo! Mit der Flanke! Boom! Mit dem Kopfnuss! Mit dem Kopfnuss! Kopfballtor! Brilliant! Cristiano Ronaldo once again on the ball.
He has the ball. Oh. Kopfballtor. Und brilliant. Den haben wir auch rausgeklatscht. Gianluigi Buffon als Torhüter. Und zack, mit der Verteidigung. Es geht weiter. Jerome Boateng in der Verteidigung. Er flankiert den Ball. Oh, with the ball, with the moves. Lionel Messi, Messi, Messi mit den Tricks. Er geht kurz an. Idee. Okay. Oh. Okay, jetzt ist interessant. Kopfball. Und. Oh. Und. Tudu. Bam. Oh. Nein, 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 nein. Oh, mit dem Tackle ins Aus. Donkey Kong. Genau das, Freunde. Haben wir uns beruhigt? Ich meine, jetzt glaube ich schon. Okay, Donkey Kongs Ursprünge. Da stand sogar dran. Was ich im letzten Part gesagt habe, glaube ich. Anyway. Ups. Oh, da oben ist ein Kämpfer. Boah, das ist geil. Latias und Latios. 9100. Wir sehen uns morgen. Roy Campbell, keiner kennt dich. Deswegen kämpfe gegen ihn, weil ihn keiner kennt. Gegner, die man nicht kennt, Freunde. Billy, die sind einfach einfacher. Einfach einfacher. Er habt ja auch früher gesagt, ey, ich bin. Also, sagen wir mal, ihr habt viel gegessen, okay, als Kind. Und dann wurde euch gefragt, wollt ihr trotzdem noch essen, was essen? Komm, iss weiter und so. Und dann wollt ihr einfach nur sagen, nee, danke, ich bin voll so quasi. Als Kind habe ich einfach gesagt, nein, ich bin voll, voll. Also, nee, ich bin voll, voll. Ich meine, statt, nein, ich bin richtig voll so, nein, ich bin voll, voll. Alles klar. Oh, was dient? Ich hab nichts gesehen. Cry Campbell, genau das. Genau das, legit. Shadow Moses Island, Wachtürme. Jojo. Swaggy Kong, der The Legend Ichigo ist am Start! Smash! Schöne Grüße gehen raus an Ichigo. What? Wie 13.200. Oh je, meine. Mit Ichigo habe ich gestern noch gezockt. Gestern Nacht. Model X. Der Gegner setzt oft Smash angefallen, alles klar. Merk ich mir. Ich bin bereit. Oh, ich hätte gerne die Inklinge. Ich würde liebend gerne mit den Inklingen spielen. Die ist nämlich brennend. Splatoon finde ich ein richtig schönes Spiel. Richtig geiles Spiel auf jeden Fall. Ja, Splatoon kam so auch out of nowhere. Ich dachte, mich ja schon aufgeladen. Leute, der eine Waffe wird die ganze Zeit gar nicht gesehen. Ich glaube, das konnte man früher nicht, oder? In der Luft so seitwärts ausweichen. Ist, glaube ich, neu hinzugekommen. So seitwärts. Es sei denn, ich verwechsel irgendwas. Oh. Sages Gun. Raus mit dir. Genau das. Gewonnen. Korrekt, korrekt, korrekt. Sehr schön. Genau, siehst du? Damals hat der Pauline entführt und Mario musste ihn quasi befreien. Oh? Ah, da ist noch ein Schalter. Sehr schön, da ist noch ein Schalter. Okay. Wir merken uns. Aber zuvor. Hey! Von Nintendo Land! Schau auf den Monitor! Ne, schau auf das Gamepad, stand irgendwo dran mit dem Ausrufezeichen. Ausrufezeichen. Nintendo Land an sich ein richtig geiles Spiel. Richtig geiles Spiel. Haben wir mit meinen Jungs früher aufgespielt. Rob. Rob fand ich auch geil. Ciao. Perfekt. Ah, wir hatten viele Prozent. Okay. Das habe ich gar nicht gesehen. Höchster 99 tatsächlich. Alright. Jetzt bin ich gespannt. Wer sollte hier sein?
Wii-Fit-Trainerin. Auf die passe ich. Nein, Spaß. Okay, die Junge natürlich auch. Oh, was für eine angenehme Musik. Wii-Fit, ja, Wii-Fit-Trainerin. Schalten wir zwei quasi. Weil wir gewinnen. Guck mal, die will da Yoga machen. Junge, hier ist geballte Power. Was? Okay. Geballte Power trifft auch Yoga. Komm, Junge, komm, Fitness hat gemacht. Bam, raus mit dir. Sag raus, aber schnell. Wii-Fit-Trainerin. Sorry, Freunde, aber bei Smash eskaliere ich einfach immer so mit der Stimme. Smash! Smash ist einfach geil. Wie? Ah, da unten hat es doch jemanden. Wie kommen wir da hin? Shop. Lol, die Barriere ist dazu. Okay, kommen wir von... Da ist auch die Barriere zu. Oh, da ist der rote Schalter. Ah, da kommen wir nicht durch. Kommen wir von oben. Da ist ein Tunnel. Die Treppen runter. Die Treppen und dann da lang. Geht das, Donkey Kong? Ist das im Bereich des Machbaren? Da müssen wir aber... Hier oben. Lol, Balance Board einfach. Hier nach oben. Okay, ja, versuchen wir das mal. Wie schnell? Ui, Donkey Kong. Swaggy Kong it is, Freunde. Swaggy Kong. Genau das. Donkey Kong Super Saiyan Rosé. Keiner weiß. By the way, ich sag jetzt, ihr hört es jetzt sehr spät von mir, aber es ist halt legit an den Tag, an dem es passiert ist. Joker von Persona 5 wurde für Smash angekündigt als nächsten DLC-Charakter. Persona 5 habe ich noch nie gespielt. Aber könnt mich gerne, die Musik könnt mich gerne wissen lassen, ob der Charakter, ob es für euch Hype ist oder ob ihr euch darüber freut oder nicht. Ich kann dazu nicht sagen, weil ich kenne den legit nicht. Ich habe zum ersten Mal von ihm gehört. Oh ne, der postet sogar frech. Shoryuken! Warum postest du die ganze Zeit, Junge? Vor dich jetzt zu eng gekommen. Was ist mit dem, Junge? Der postet die ganze Zeit, dieser Ken. Okay. Am Mii-Charakter. Mii-Charakter hab ich mir noch nicht erstellt. Muss ich auch noch machen. Genau, jetzt. Oh, okay, das ist der Schatz. Oh, das ist auch geil. Springman. 9300. Komm, vielleicht schaffen wir den. Wir haben 8000 jetzt mit unserem Geist. Springman! Ich hätte echt legit gedacht, dass die Springman für Smash springen. Ohne Spaß. Die haben einen erstellt, einfach ein Mii. Ja, guck mal, Mii, das ist ein Mii, gegen den wir kämpfen. Aber mit Springman-Klamotten. Okay, auch nicht schlecht. Kann man auch machen. Kann man auf jeden Fall auch machen. Oh, der hat einen Konter, okay. Der ist auch aggressiv. Aggressive Attacke von Springman. Stehen bleibt. Oh, der ist schon. Oh, was? Was? Der kann wresteln. Orele, orele, Gandale. Komm raus, Junge. Komm raus, Junge. Komm raus. Komm raus. Boah, Alter. Der hat die gesessen. Komm raus. Ich sag's dir. I dare you. Oh oh. Niederlage fortsetzen. Was? Okay, halt. Springman? Bereit? Stopp.
Der ist so flink, der ist so flink. Ciao. Oh nein, nein, nein. Dieser Springmancer, Mann. Guck mal, wie das aussieht. Oh, nice. Schöner Finisher auf jeden Fall. Springman. Cool. Springman? Hm, vielleicht sollte ich Springman leveln. Ich glaube, das ist ein guter Geist. Nein. Oh, Geistpunkte 500. Nice. Hamilton Stones. Jetzt hier runter. Nice. Genau das. Nebulo. Und warte mal. Wo war ein Kämpfer? Oh, genau in der Mitte. Da unten ist doch ein Schalter. Geil, okay, ja, perfekt, perfekt. Let's go. Nebulo. Gegen Meta Knight. Nee. Doch. Ein Wii-Fit Trainer und ein Meta Knight. Ah, mit Kraft. Oh, BD. Was macht er da? Runter mit dir, Junge. Lol, okay, krass, krass, krass. Du musst wahrscheinlich nur den Wii Fit Trainer besiegen. I guess so, yes. Alright. Ja, ma. Luigi! Luigi will ich auch auf jeden Fall. Luigi will ich auf jeden Fall. Luigi Main! Alle, der ist so witzig. Sturmwarnung? Lass dich nicht fortwehen. Okay. Gegen Luigi und Bewohner, alright. Kommt alle runter. Ah. Ey, da bin ich! Da bin ich! Bei Sway Kong! Olle! Seht ihr das? Olle! Guck mal da! Geil! Bitte! Aua, ist eine Sturmwarnung. Oh. Frage ist, ob ich Luigi besiegen muss. Lol. Oh. Nein. Warte mal, diese Bewohner. Ah, Junge, der musst du nur noch einen Hieb geben eigentlich. So ist das ernst jetzt. LOL. Ich krieg das nicht hin mit denen. Zieh mal alleine, Junge. Das hat ja viel zu lange gedauert mit denen. So.
Alright, 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 alright. Snake. Bin gespannt, wie wir freischalten. Billy? Ja? Ja, genau. Ja, genau. Oh, die Musik ist echt angenehm. Geile Stage auch. Weiß aber nicht, wo er möchte sein. Von Odyssey oder was? Hallo? Hallo, wo bin ich? Okay, alles klar. Oh! Nee, ist nicht. Hä? Ist nicht von Odyssey. Die Musik ist sehr angenehm. Sehr entspannt. Shit, sicherlich am Anfang der Stage dran oder so, aber ich achte nie drauf, welche Musik das ist und so weiter und so fort. Jetzt, den befreien wir. Ah! Geil! Das freut mich. Auf die Inkling habe ich Bock. Wir wissen, wie man dich, wie die sind, was sie drauf haben. Ja, ich bin bereit. Das ist legit Splatoon-Theme. Oh. LOL. Sehr cool. Sehr schön. Olle. Jetzt zeige ich euch mal Zlatan Ibrahimovic im Smash. Ihr denkt, Smash hat keinen Zlatan Ibrahimovic, da habt ihr euch geschnittert, Freunde. Wartet jetzt mal ab. Ich hoffe, das geht. Und zwar Inklinge, richtig cool. Mit den Inklingen will ich auf jeden Fall spielen. Aber was ich euch zeigen wollte ist, das ist Zlatan. Ihr seht es zwar nicht, aber der hat einen Zopf. Oh, wie frech! Die männlichen haben Zopf. Das ist Zlatan Ibrahimovic. Alter, der ist richtig frech. Der sieht brutal aus. Der sieht richtig geil aus. Oh, Lereur. Ja, siehst du, Ibrahimovic ist... Oh mein Gott, sieht der geil aus. Die Inklinge sind so fresh. Erlernt. Schon mal lernen. Was ist das eigentlich da oben? Kabel lernen, Smash-Bewahrer. Hey damit. Okay, sehr cool, sehr cool, sehr cool. Und jetzt? Ey, geil. Karte bitte. Rechts hat es welche, oben hat es. Ah, da ist noch ein Schalter. Ah, wir waren noch zum Schalter auf jeden Fall, ne? Da hat es eine Schatzkiste. Ja, die holen wir uns auch noch. Kommen wir überhaupt zu. Meisterdetektiv Pikachu. Ja, okay, zum Schalter kommen wir auch hoffentlich, denke ich, ja. Pikachu! Okay, nice. Jetzt bin ich auch gespannt, was der Inkling drauf hat. A.K. Ibrahimovic. Meister Detective. Pikachu. Auf den Film freue ich mich auch auf jeden Fall. Ja, ich bin bereit. So, jetzt haben wir, was haben die jetzt drauf? Okay, das ist so. Das ist B. Okay, normal B. Wow. Okay. Pikachu, kannst du bitte... Oh, nice. Das zur Seite B. Oh. Huh? Ah, okay, mir ist die Tinte ausgegangen. Ah, die haben auch einen Tintenstand, ne? Total vergessen. Aber wie fühle ich das auf? Das ist die andere Frage jetzt, die ich habe. Sicherlich mit irgendeinem Move. Ah. Ah, wenn ich keine Tinte mehr habe, dann ist B, dass ich mich, dass ich in den Boden gehe, quasi. Und Tinte sammle. Jetzt, wenn ich B drücke, ja, dann bin ich... Ja, genau. Ah, okay, okay. Okay, einfach nur B drücken. Was oben B? Ah, okay, Rage. Das ist zur Seite B. Miau. Mit B wieder abbrechen. Okay, die Inklinge sind echt interessant.
das. Interessant, interessant. Aber ich hab noch nicht alles gesehen. Naja, was soll's. Aber ich finde die cool. Ich finde sie auf jeden Fall cool, die Inklinge. Okay. Gamer 5 Volt. Tintentanken, genau. Ah, da stand's dran. Okay. Und was bekommen wir? Wieder Punkte. Oh! Luigi Mütze. Genau dies. So, oh nein, kommt er wieder, genau. Oh oh, Sebastian. 8100. Den könnten wir eigentlich schaffen, um ehrlich zu sein. Probieren wir es einfach mal. Gegen einen Mii kämpfen wir aber. Sebastian Tutori. Gegen drei Mies, wenn ich es richtig sehe. Hauptgegner muss aber besiegen. Oh, wie nett, Sebastian. Oh, was? Jean-Jacques, mon ami, 63. Oh je, diese Mies sind so nervig. Ah, kannst du so lenken? Nein! Nein. Okay, okay, Inkling, wie gesagt, ein neuer Charakter, nie gespielt. Deswegen muss ich auf jeden Fall mal gucken, was mit dem so geht. Aber ansonsten gibt es eigentlich nicht so viel. Beba. Eine Pistole. Ah, okay, guck mal, das musst du besser einsetzen auf jeden Fall. Oh. Da könnt ihr euch aber nicht bewegen, wenn ihr das macht. Aber. Nein! Es sah aus zu sehen, weil ich schon B gedrückt hatte. Ah, okay, aber. Gut, hat trotzdem irgendwie geklappt. Sebastian, okay, Freunde. Lass noch kurz zum Schalter und dann lassen wir für diesen Part Schluss machen, auf jeden Fall. Und dann. Jetzt kommen wir auch sofort zum Schalter, sehr schön. Ach so, wow, okay, es hat nur das. Ah, okay, okay. Ich dachte, das schaltet oben irgendwas frei. Und hier auch hat es geöffnet. Okay, vielleicht können wir dann. Ah, es ist alles geöffnet, sehr schön. Können wir jetzt irgendwo hin, wo ein Gegner noch war? Wo war ich hier genau? Nach rechts hier so. Ah, aber die Brücke ist kaputt. Von oben kommen wir nicht. Muss irgendwie die Brücke reparieren. Oder vielleicht von da. Anyway, Freunde, wir machen von hier dann weiter im nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. Next time you ain't won't be alright.